Etwas anderes hat noch für Empörung auch gesorgt bei der katholischen Kirche in Österreich, weil der Pfarrer Friedl aus Oberösterreich, der Pfarrer von Arigona, hat zugegeben, seit Jahren eine Affäre mit einer Religionslehrerin gehabt zu haben. Oha. Und da haben viele Bischöfe in Österreich sich empört und sie haben gesagt, was will denn der Friedl mit einer Frau? Kann er nicht wie alle anderen Priester auch ganz normal mit Ministranten zusammen sein? Und weil wir beim Thema sind, der Papst war in Afrika und hat dort erneut gesagt, Kondome sind nicht gut. Er hat gesagt, Kondome sind unmoralisch, Gott will das nicht, außerdem ist das Gefühl beim Sex viel besser ohne. Er hat den Afrikanern geraten, einfach enthaltsamer zu leben. Und die Afrikaner haben gesagt, enthaltsam? Wie stellst du dir das vor, alter Mann aus Europa? Was sollen wir dann sagen, wenn Madonna oder Angelina Jolie nach Afrika kommen? Ich meine, die sind eine große Auswahl an Kindern gewohnt. Ja. Lang geackert für keinen Lacher. Der war aber eigentlich ein ganz guter Witz, oder? Die Vorstellung? Schmunzler war's. Ich lass Pause, damit man es rausschneiden kann. Apropos. Entschuldigung. Immer nur auf Kosten von anderen. Bin ich sehr gespannt jetzt. Was? Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber ich bin sehr gespannt. Apropos